Freunde, YouTube-Freunde, es geht um den Hanomag 44 C oder D, dies ist ja ein D, aber C ist ja ähnlich baugleich, sage ich jetzt mal. Jetzt ist jedenfalls der neue Schlauch da, in 45, der jetzt natürlich noch wieder ein Stückchen länger ist, wie ich bestellt hatte, aber das ist auch egal. Wir haben hier eine Flex, wir haben hier den anderen auch kürzer gesehen. Gut, da kann ich jetzt die Hydraulikpumpe einbauen. Heute Morgen hatte ich Besuch von einem YouTuber. Nein, das ist kein YouTuber, ein YouTube-Zuschauer. Ein besonders schöner Besuch, mit dem bin ich schon länger per WhatsApp befreundet. Und der Andreas aus Bayern, und da hat er mich gestern Abend angefragt, ob er mal bei mir vorbeikommen könnte. Ja, und dann kam er heute Morgen und haben sich auch meinen Radlader geguckt und so weiter, weil er auch einen hat, einen 55er. Und er hat auch einen Deutz und deswegen sind wir ja überhaupt ins Geschäft gekommen, wegen der Deutz-Geschichte. Und dann habe ich ihm das erzählt. Ich sage, wir haben hier immer diesen Druck im Kurbelgehäuse. Und dann bläst er eben, wenn du lange Bergaufstrecken fährst, fängt er an, aus der Motorlüftung Öl rauszuschmeißen. Ich sage, dabei sind die Kolben und Zylinder ja gerade neu gewesen, aber wir haben ja selber gesehen, ihr wart ja live dabei in den Livestreams, dass ein Kolbenringpaar bzw. ein Ölabstreifer mit Kolbenring genau so, dass die beiden Stöße der Kolbenringe übereinander lagen und somit der Druck theoretisch, obwohl die ja nur 0, und haben, hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. Aber ich kann keinen anderen Fehler finden. Die Lauchbuchse ist einwandfrei, Kolbenzylinder sind ja jetzt 3, 4 Jahre alt. Und vorher hat er es nie gemacht und auf einmal nach der Reparatur das gemacht. Und dann habe ich gesagt, da ist wahrscheinlich Kolbenring gebrochen. Aber es war jetzt wohl so, weil ich ja auch kein Kolbenring-Spannband habe, ist wohl beim Montieren, ich habe den damals, wer meine alten Videos kennt, kann das ja sehen, im Liegen montiert. Also ich habe den Motor auf die Seite gemacht, weil man sonst ja so schlecht von unten immer so arbeiten kann und vor allen Dingen mir immer das schöne Öl, was tagelang noch nachtropft, dir ins Gesicht tropft, habe ich den also in die Seite gelegt. Und dabei muss es wohl beim Reinschieben passiert sein, dass, weil was ja nicht ganz so einfach ist, mir ein Kolbenring verrutscht ist. Weil nur einer, der Ölabstreifer kann ja so gesessen haben, der war ja nicht mit dem obersten Kolbenring überein, aber der zweite war mit dem untersten überein. So, dann haben wir ja die Tage gesehen, wer meine Videos verfolgt hat, dass das jetzt so ist. Und dann haben wir den gedreht, jetzt muss es eigentlich besser sein. Und dann habe ich noch so gesagt, die Kompression ist eigentlich sehr gut. Wir haben auf dem hinteren Zylinder, jetzt im Fahrzeug gesehen, hinten haben wir 28 Bar. Der erste vorne hat 28 Bar, der nächste hat 27 Bar und der hat 25 Bar. Was mich schon stutzig gemacht hat, weil ja die Motoren oder die Kolben alle gleich neu waren und die Lauchbuchsen dazu. Habe ich das schon stutzig gemacht. 3 Bar Unterschied bei 9 muss was sein. 1 Bar hätte ich noch akzeptiert. Da habe ich jetzt das gehört. Und heute Morgen sagt der Andreas, der mir ja auch noch schön ist. Vielen Dank, Andreas, für das schöne Geschenk, was du mir mitgebracht hast. Und dann kommen wir da so drüber ins Gespräch und da hat er mich auf die Idee gebracht. Und da sagt er, ich habe das Problem bei meinem Agostar gehabt. Wenn ich geflügt habe, ich konnte 3 Tage fliegen und der Agostar war in Ordnung. Und dann habe ich einen Tag Anhängerbetrieb gefahren. Weiß nicht, Kartoffeln oder Maiswagen mit Druckluftbremsanlage. Und dann hatte ich, dass der Motor aus der Motorentlüftung Öl drückt. Die Antwort ist relativ einfach. Da haben wir unseren Turbolader. Hier wird ja mit Motoröldruck das Öl in den Turbolader gefördert. Und die Welle schwimmt in Öl. Und hier läuft das Öl von alleine zurück in dieses Kurbelgehäuse. Das heißt, hier darf, der Karel Vermussen hat das mal im Deutzforum veröffentlicht, wie viel Millibar Druck im Kurbelgehäuse sein dürfen bei einem Turbolader, damit das Öl noch von alleine nach unten läuft, denn hier ist ja kein Druck mehr drauf. So, und da habe ich gesagt, das ist mir ja auch bekannt, wenn wir jetzt immer das Problem haben mit dem Motoröl, dass der aus der Entlüftung bei richtig voller Fahrt, beim Schieben fällt es kaum auf, weil es nicht so schwer geht, aber wenn du Straßenfahrt fährst und fährst berghoch, längere Strecken, für uns hier in Norddeutschland ist es ja, sind ja Berge kaum zu erkennen, die anderen sagen immer, das sind höchstens Hügel, für uns sind das ja auch Berge, wir sind ja stolz auf diese kleinen Maulwursthaufen, aber es ist halt so, dann hat er eben diesen Effekt gezeigt. So, das heißt, in dem Augenblick ist natürlich ein Druck und ich könnte Gefahr laufen oder diese Maschine, dass der Öldruck hier nicht mehr abfließt, weil du ja unten einen Gegendruck hast.
kann das Öl also nicht nach unten laufen. Und da habe ich gesagt, da müssen wir jetzt, deswegen habe ich ja auch den Motor noch wieder mit auseinandergenommen, was ihr gesehen habt, hoffe ich jedenfalls, dass wir danach gucken, woran liegt, wo liegt der Fehler. So, und hatte Andreas heute Morgen gesagt, ja, Agrostar 661 hatte ich das mit Anhängerbetrieb. Was wolltest du denn wieder? Was wolltest du denn wieder hier? Guck mal. Ja, nee, nee, küssen wollen wir uns nicht. Und da hat er gesagt, immer wenn ich Anhängerbetrieb gefahren bin, hat er das sofort einen Ölfleck hinterlassen. Und 3 Tage Flügen mit Vollgas, nicht. Wo liegt denn da der Unterschied? Ja, der Unterschied liegt nämlich da drin. In den Druckluftkompressor für die Bremsanlage. Sagt er, der Kolbenring bzw. der Ölabstreifer, das war kein Ölabstreifer mehr, das war nur noch ein Ring, aber da waren nicht mehr diese, du hast ja beim Ölabstreifer, der hat ja 2 so Ringe, sage ich mal. Also theoretisch ist ein Ölabstreifer wie 2 Kolbenringe. Der hat so wie so ein Doppelprofil, wie so ein H-Träger. T-Träger, Doppel-T-Träger, sage ich mal, H-Profil. So scheuert der außen an der Wand. So, du musst wieder runter. Das ist, so scheuert ja der Ölabstreiferring an der Außenwand des Zylinders. Und er hatte nur noch, das war weggeschlissen, er hatte also nur noch eine einfache Scheibe. So, wenn jetzt der Kompressor läuft, er wird ja auch mit Motoröl versorgt, hier über diese Leitung. Das Öl, was da drin ist, ist wie beim Turbolader, es muss ja zurück nach unten in den Motor. Aber was auch passiert, wenn der Kolbenring oder die Kolbenringe hier verschlissen sind und den Druck, den er oben erzeugt, bei jedem Aufwärtsbewegung, erzeugt er hier einen Luftdruckluft. Luftdruck haben wir auf der ganzen Welt. Das ist übrigens das Schöne, immer sage ich immer, Luftdruck haben wir auf der ganzen Welt. Überall Luftdruck. Nur im Weltall ist keiner. Aber hier ist überall Luftdruck, nur Druckluft. Die haben wir nur hier drin und in Kessel und Leitung und so weiter. Da ist Druckluft drin. Also dieses, was er nach oben und dann hier Druckluft erzeugt, die eigentlich durch die Leitung hier in das System geht, die geht ja, wenn der Kolben schlecht ist, nach unten weg. Sagt er, das ist auch ein Problem und das leuchtet mir auch komplett ein. Da habe ich aber noch nie drüber nachgedacht und ich wäre auch ehrlich gesagt gar nicht so schnell drauf gekommen. Also insofern muss ich wirklich sagen, diese YouTube-Community, wie sagt man ja heutzutage, das ist was Herrliches. Du lernst Sachen kennen, an die ich nie kommen würde. Du weißt das gar nicht. Deswegen gebe ich das auch gerne mal so weiter, weil ja auch viele Zuschauer sind und meine Zuschauer sind ja fast alle Schrauber oder zumindest sehr stark Interessierte. Und das ist, da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, dass so ein Kompressor, wenn der jetzt verschlissen ist, natürlich zusätzlich für diesen Druck sorgt, der unten in dem Kurbelgehäuse sein kann und nicht sein soll. Das heißt, im nächsten Schritt werde ich jetzt, also wir brauchen den Radlader jetzt, in der kommenden Woche brauchen wir den Radlader wieder. Aber wenn wir, sobald wir Zeit haben, werde ich diesen zerlegen, den Verschleißgrad des Luftkompressors prüfen und gegebenenfalls neue Kolbenringe einbauen. Denn wenn der, die Maschine hat 10.000 Stunden, ich weiß jetzt nicht, ob das ein neuer oder ein alter oder der erste oder der zweite Kompressor noch ist. Der Andreas sagte, und da hat er recht, das weiß ich auch, ein Luftkompressor ist bei spätestens 10.000 Stunden damit fertig. So, dieser Motor hat 10.000 Stunden weg. Insofern könnte das sein, dass dieser auch jetzt nicht mehr gut ist. Was allerdings dagegen spricht und weswegen ich auch nicht drauf gekommen bin, ist, dass dieses Ölrotzen, sage ich mal, aus der Motorlüftung erst gekommen ist, wo wir die neue Laufbuchsengarnitur drin haben. Vorher hat er das ja nicht gemacht. Da war er sauber. Darum habe ich mir selber die Schuld gegeben, weil irgendwas muss da faul sein. Und es war ja jetzt, ihr habt es ja gesehen, mit den Kolbenringen, dass alle 2 von 3 übereinander waren. Aber es spricht so ein bisschen, die Erfahrung spricht dagegen und sagt, weil es ja neue Zylinder waren, kann es da theoretisch nicht dran liegen. Wir haben aber ja die Kompressionsmessung gemacht und gesagt, da hat er am wenigsten. Darum habe ich auch denen nachgeguckt. Und es war jetzt so. Die weitere Folge von einem Druck möchte ich euch auch beschreiben. Die nämlich mal wieder so ist, dass man sagen kann, das hat keiner gewusst. Erzählen kann mir das keiner, dass es keiner gewusst hat. Ich habe jemanden, der hat einen Fendt, was ist das für ein Fendt? 712er Fendt Vario.
Der Fendt hat jetzt, ich weiß nicht, mittlerweile hat er glaube ich 15.000 Stunden weg oder sowas ähnliches, was er mal sagte. Aber es ist jetzt ungefähr 2 Jahre oder vielleicht 3 Jahre her. Da rief er mich an, Wilfried, komm mal vorbei, ich habe ein Problem mit meinem Fendt. Der Fendt hat ja einen Digitalzähler, also einen digitalen, eine digitale Anzeige für die Umdrehung. Und er hat mir gesagt, er hätte 4.800 angezeigt, dieser Dieselmotor. Das ist glaube ich ein Sechszylinder, ein 712 hat ja einen Sechszylinder-Motor drin, ne? Müsst ihr mich verbessern, wenn das nicht so ist. Und da haben wir dann gesehen, dass so ein, ja, wie mein kleiner Finger, so ein Stromkabel ist das wohl, was die Kabine mit Strom versorgt. Und da ist eine Schraubklemme, also das ist eine gekrümmte, wie soll ich mich sagen, so ein Anschraubauge kann man ja. Also es gibt ja diese Augen, die man wo anschrauben kann. Wenn du eine Schraube hast, kommt da so ein Auge drauf. Und die sind wieder verkrümmt mit dem Kupferkabel. Und diese Verschraubung ist wohl nicht hundertprozentig fest gewesen. Das heißt, es hat immer so ein bisschen gespröttelt und gespuckt, wie beim Schweißen. Dann ist das irgendwann so stark oxidiert, dass kaum noch Strom drüber geht. Es geht Strom drüber, aber sobald du mehr, wenn du viele Arbeitsscheinwerfer gehabt hättest, die keine LED sind, wäre es irgendwann zusammengebrochen und die Klemme würde heiß. Und da haben wir erst geglaubt, das hat was vielleicht damit zu tun, dass vielleicht, ich weiß nicht, das war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, ob der überhaupt eine Motorsteuerung hat oder nicht, die elektronisch gesteuert ist. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wir haben erstmal einen Fehler gefunden und weil wir nichts anderes finden konnten, haben wir geglaubt, das ist das. Hin und her, wir haben das ersetzt. Wir haben noch vorher eine Firma angefragt, die diese Dinger verkaufen. Sehr großer Verein. Sind, glaube ich, 3 Buchstaben. Sehr, sehr großer Verein. Ist immer grün gewesen, der Verein. Die Embleme sind grün, ich will da jetzt nichts mehr zu sagen. Das haben wir noch nie gehabt. Du bist absolut der Erste. Ja, das wissen wir. Das war uns klar. Der Fendt ist 10, 15 Jahre alt und wir sind die Ersten. Kein Mensch ist so blöd wie wir, der das hat. Gut, Wilfried oder gut, Gerhard, dann ist das so. Man kann denen ja nicht das Gegenteil beweisen. Wir haben das ersetzt und haben geglaubt, es geht gut. 14 Tage später ruft Gerhard mich an, du, ich habe schon wieder diese Scheiße gehabt. Wieder der Motor hochgedreht bis 4000 und. Ja, ich sage, dann wissen wir ja schon mal, dass das der Fehler nicht war. Jo, war wohl nicht. Wie sich das dann so ergeben hat, er war beim TÜV und da wird über das Thema geredet. Der TÜV-Prüfer ist ja auch ein raffinierter Bursche. Die haben sowas ja auch mal gelernt. Und der hat ihm dann gesagt, guck du mal deine Motorentlüftung nach. Die sind ja bei den neueren Motoren, ist das ja so, dass die in den Luftfilter, also oder in den Ansaugkanal, der hier haben wir den, dass die da, hier, der drückt da rein, hier saugt an. Hier geht gleich so ein Schlauch her, den muss ich neu installieren und dann geht er an den Luftfilter. Und da wird ja bei den heutigen Motoren rein entlüftet. Das heißt, Motordämpfe dürfen ja heutzutage nicht mehr entstehen. Und wenn diese Leitung von deiner Motorentlüftung, die von unten kommt und da oben hingeht, wenn die verkokt ist, da ist so ein Ruß drin, der setzt sich über Jahre zu. Dann hast du das Problem, dass der Turbolader nicht abläuft. Genau, was ich eben erklärt habe in Sachen Turbolader. So, dann hat er die Leitung nachgeguckt und siehe da, du konntest mit nichts mehr durch, auch nicht mit einem Draht oder so. Komplett zu. Das erklärt dieses System, wenn Druck ist, läuft der Turbolader nicht leer. Das Öl drückt durch diese Dichtungen, der hat nämlich hier auf dieser Welle Kolbenringe drauf. Auf der Welle, weil die Welle macht ja, einige sagen 20.000 Umdrehungen. Und eine Kolbenringwelle kann man, so eine Welle kann man nicht eben bei 20.000 Umdrehungen mit einem Simmerring abdichten. Außerdem ist er ja so heiß, an dieser Seite glüht er ja sogar, dass das gar nicht gehen würde mit einer O-Ring-Dichtung oder einem Wellendichtring. So, und wenn der Turbolader 10.000 Stunden hat oder eine ältere, dann wird die Dichtung natürlich auch nicht dichter. Das ist ja logisch. Also wird irgendwann, wenn hier Druck entsteht, das Öl, weil er hier Druck hat, aufstauen und dann drückt er ihn in diese Ansaugseite. Und wenn ein Motor Dieselöl schluckt, Motoröl schluckt, läuft auch ein Dieselmotor. Und dann läuft er eben unkontrolliert, weil er zuletzt durch die hohe Drehzahl wird ja immer mehr Druck aufgebaut, weil er es nicht abfließen kann, wird noch mehr Drehzahl, noch mehr Druck und dann frisst er sein eigenes Motoröl auf und dreht unkontrolliert hoch und irgendwann kommt es dann, dass die Pleuel an der Seite rauskommen. Es ist dann immer wichtig, dass man in dem Fall hinter den Motor geht und nicht neben den Motor geht. Dann für alle, mich haben diese Tage schon einige Anfragen erreicht, ich würde mit diesen Videos, die ich jetzt letzte Woche gestreamt habe, kein Geld verdienen.
Das ist auch wohl so. Ich mache die Videos ja auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern um euch was zu zeigen. Ihr müsst dann allerdings, die werden, glaube ich, nicht in meiner normalen Liste aufgeführt. Da wird, glaube ich, nur immer geschrieben, also soweit ich weiß, wer mich abonniert hat, kriegt, glaube ich, eine Nachricht und sagt, da hier, der ist jetzt live. Aber die Videos tauchen, glaube ich, nicht in der normalen Liste auf. Ihr müsst dann, glaube ich, oben in dem YouTube-Menü auf meine, oder auf alle Videos gehen, oder wie das dann heißt. Ich gucke da nur noch meine paar Leute. Ich gucke Bartfarm gerne. Bartfarm ist super, Andreas. Ich gucke gerne Bungi und ich gucke gerne den René und den anderen René gucke ich auch. Also wir haben zwei Renés, einmal den Stilstyler und den René von der Obermühle. Die gucken wir gerne. Und wie gesagt, Bartfarm, ein sehr abwechslungsreiches Programm. Und Bungi, da kann man nur von lernen und von lernen. Ich kenne ganz viele Leute, die alle Bungi gucken. Deswegen guckt mal rein beim Bungi, guckt mal rein bei der Bartfarm und guckt mal rein beim René und guckt mal rein bei der Obermühle. Das sind meine Empfehlungen, die wir haben oder die ich gerne gebe. Wir kennen uns mittlerweile alle fast persönlich. Ich bin ja auch da gewesen und jetzt überlegen wir, was wir nochmal wieder so machen. Vielleicht machen wir nächsten Sommer mal ein Highlight, wo wir alle zusammensitzen und vielleicht nur ein Bier trinken. Ja, das ist jetzt mal dazu sagen. Wir sind jetzt also nicht weiter. Ich muss jetzt auf der anderen Seite noch meine Pumpen einbauen. Leider habe ich jetzt meine Lampe wieder nicht mit, sonst hätte ich es euch mal gezeigt, dass wir da noch die Pumpen einbauen müssen. Ich gucke mal, ob ich gleich von der anderen Seite live gehe, weil jetzt bin ich ja nicht live, aber das wird jetzt sofort hochgeladen und solange das dauert, je länger es dauert, je länger dauert bei mir das Hochladen und solange kann ich auch nicht live gehen. Aber wie gesagt, wenn ihr meine Videos sehen wollt, die sind ellenlang und ist nur was für Hardcore-Zuschauer, weil die dauern 2 Stunden, 3 Stunden, ich glaube sogar noch länger. Das heißt, das ist was für Leute, ihr könnt ja auch vorspulen zwischenzeitlich, das hat euch nicht interessiert. Manchmal war ich hier, dann bin ich hinten in der Werkstatt gewesen, da hinten ist meine Werkstatt, ich weiß nicht, ob ihr da hingucken könnt, ja. Aber aufgrund dessen, dass wir den Radladermotor hier raus haben mussten, was wir gezeigt haben, wie wir ihn reinsetzen, rausmachen, hatten wir keine Zeit zu, sonst hätte ich da auch schon gestreamt. Mit dem Baggermotor hier in der hohen Scheune, ich muss mal eben meine Kamera, haben wir hier, damit wir hier den Baggerarm nach oben kriegen konnten, mussten wir das hier in der Scheune machen. Meine Werkstatt ist nur 4 Meter hoch und diese ist fast doppelt so hoch, zumindest bis an die Balkenlage. Darum haben wir das hier gemacht, es geht nur hier. Ja, das wäre dazu sagen und ansonsten bedanke ich mich an meine ganz vielen YouTube-Freunde und sage, ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Wir haben es jetzt, ich weiß es nicht, muss irgendwo 4 Uhr sein, 16 Uhr sein. Ich werde jetzt noch ein Stündchen schrauben. Und ob ich morgen schraube, das muss ich mir noch überlegen. Da habe ich, glaube ich, noch keine Lust zu, aber ich muss die Maschine fertig haben. Das ist das nächste Problem. Ja, wie gesagt, schönen Rest Samstag. Daumen hoch, guckt bei der Bartfarm, beim René im Stilstyler und beim René von der Obermühle und beim Andreas, den Bungi habe ich vergessen, den Stefan. Guckt beim Stefan rein und ich bedanke mich für euer Interesse.